Öfter mal was Neues. Die UEFA sorgt wieder für reichlich Gesprächsstoff. Der Europäische Fußballverband hat die Einführung einer Nationenliga ab 2018 verabschiedet. Klammheimlich. Über den neuen Wettbewerb soll auch die EM-Qualifikation möglich sein. Details sind noch offen. Das Echo auf die sogenannte Nations League ist eher verhalten. Jürgen Klopp passt das Ganze überhaupt nicht. Er ist sauer auf die UEFA. Ich habe zu Hause nicht direkt ein Freudenfest angezettelt, als das bekannt wurde. Mag sein, dass wir so im Alltag drin sind und man hat es mir vergessen, mir zu sagen, ich wusste gar nicht, dass darüber entschieden wird. Zack, Sommernationenturnier, Nation Cup. Und jetzt ist es halt so. Ich finde es in so Momenten ganz cool, wenn man die Spieler und vielleicht auch andere Leute, die in der täglichen Belastung noch näher dran sind, so ein bisschen mit einbeziehen würde. Auch beim DFB macht man nicht gerade Freudensprünge. Bei Präsident Wolfgang Niersbach, der als Vorsitzender des UEFA-Komitees für Nationalmannschaften entscheidend an der Nations League beteiligt war, ist die letzte Skepsis noch nicht verschwunden, wie er sagt. Vor allem wird befürchtet, dass der Rahmenterminkalender nun noch voller wird und die Spieler noch mehr belastet werden. Jürgen Klopp sieht die Schraube überdreht. Alle zwei Jahre ein großes Turnier, finde ich, war komplett in Ordnung. Ich glaube, wir haben uns gerade damit, wurde gerade beschlossen, dass dieses erste Länderspiel direkt nach der Sommerpause nicht mehr stattfindet. Wo schon alle gefragt haben, nach einer Woche Vorbereitung, die Nationalspieler, die beim Turnier waren, gerade wie findet das statt? Jetzt wurde das abgeschafft, jetzt haben wir andere Spiele. Sehr gute Idee. Sarkasmus pur. Der Modus der neuen Liga ist kompliziert. Es wird vier Divisionen geben, A, B, C und D. In der Gruppe A spielen die stärksten Teams, in D entsprechend die schwächsten. Pro Division gibt es wiederum vier Untergruppen. Die vier Gruppensieger der Division A spielen in einem Final Four Turnier den Nations League Sieger aus. Zudem wird es Auf- und Absteiger geben. Die UEFA verspricht sich von der neuen Liga mehr attraktive Länderspiele. Deutschland gegen Spanien interessiert den Zuschauer mehr als Deutschland gegen Norwegen und lässt sich besser vermarkten.